Jalalalalaiti! Wir sind in den Bergen, da musste das sein. Okay, Entschuldigung. Herzlich willkommen zurück. Ah, wunderschön. So, Leon hat Nougat-Bits genascht, aber beruhigt hat er sich noch nicht. Beruhigt von meinem Hunger. Okay. Ja, links die Majora-Steine sind ein bisschen sass, ne? Wow, guck mal, was dahinter ist. Ja, weiß ich nicht. Der kleine Fee. Ah, ne, ein Schlüssel. Das ist ja nett. Ich habe sogar schon ein Schloss gesehen. Dafür. Das ist sogar wahr. Warte, warum? Also nicht warum, sondern warum sag ich. Ja, ne, keine Ahnung, hat's halt Bock. Kann ich jetzt nicht hier so ein bisschen so... Boah, das wäre auch cool gewesen. Das hätte ich dann nämlich nicht gewusst. Tja, schön wär's. Bring mir doch mal was Neues bei. Also nochmal, du hast ja schon das mit der Stampattacke, dass die Steine kaputt macht. Und dass man irgendwie auch von diesem Holzding abprallen kann. Ja, stimmt. Da kannst du doch fangen. Ist das zu hoch? Als Link solltest du da, glaube ich, nicht hoch können, oder? Nee. Okay, dann ist das nur für nachher ein Shortcut. Dann ist gut, dann ist das ein Dead End. Gab doch auch so Tricks, dass man sich so mitunter an einigen Stellen mit dem Zoo. Mit der nächsten Wache. Ja. Der ist ja auch einfach allgemein größer. Ding dong. Oh, nein, alles gut. Ja, dann bleibt da jetzt nur blaue Tür wieder offen, ne? Ah, da kam ich doch her, oder? Ja, du hast doch dein Schloss am Anfang des Tempels gesehen. Okay. Das musst du jetzt, glaube ich, nutzen. Oh Gott, schau du. So, einfach über die Kante. Tschüss! So, da ist jetzt egal, was du machst. Da kannst du einfach runterrollen, solange du rollst. Eigentlich Alter, hast du jetzt eingefroren worden? Ey, witzig, dass du das sagst. Ich habe die ersten drei wilde Kerle-Filme vor einer Weile gesehen. Oh, ja, ich weiß nicht warum. Ich wollte. Mir wurde dieses Video von Two Board Guys vorgeschlagen. Was halt heißt, die wilden Kerle sind nicht gut gealtert oder so. Ja, ich glaube, das hat mir auch mal irgendwann vorgeschlagen. Ja, dann habe ich das geguckt. Dann habe ich den ersten Teil geguckt, so ein bisschen mit Lukas. Den zweiten habe ich dann hier mit Nego geguckt. Und den dritten habe ich bei Lukas und Lea, als ich da vor einem Monat oder so zu Besuch war, oder anderthalb, habe ich den da geguckt, als die morgens noch gepennt haben und noch nicht zu mir ins Wohnzimmer gekommen sind, habe ich einfach fucking Wilde Kerle 3 gegen die biestigen Biester geguckt. Welcher Teil ist der mit den Vampiren? Der vierte, glaube ich. Der nächste, der kommt, oder geil. Der fünfte? Ich meine, Gonzo Gonzales ist im zweiten, ist auch schon so ein Pseudo-Vampir, aber es sind nicht alles Vampire. Das ist ein Vampir, war, glaube ich, wo die auf Quads gefahren sind, oder? Keine Ahnung, ich habe den eher nicht gesehen. Warte, dass sie den Quads waren mit so. Ach, keine Ahnung. Ja, nee, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass die irgendwann nur Vampire kamen, was irgendwie wild war. Ha, wild. Ja. Ja, da haben wir jetzt schon den. Bombo, Kompass! Ich meine, Combo Breaker Kompass! Das sieht ein bisschen komisch aus, wie ich das halte. Ja, du bist so halb aus dem Frame raus. So, da oben die Kiste ist böse, die willst du haben. Die ist nicht böse, die ist sogar im Gegenteil von böse. Die ist geil. So wie du. Oh. Kannst du Bombe einfach nehmen und werfen. Musst nur abpassen, aber mit deinen geilen Jumps eben solltest du das hinkriegen. Gut. Nächste Mal. Versuch 2 ist all that. Siehst du? Perfekt. Das Geile ist, du hast sogar die Wand ganz geil. Jetzt kannst du deine neue Maske mal demonstrieren. Fee? Oh ja. Okay. Kannst du aber kurz die Kraftbombe-Maske anziehen? Die Wirbeltage geht nicht, was ist da los? Ha, komisch, ne? Krachbomben-Maske, Krachbomben-Ente. So, und dann hältst du Schild gedrückt und drückst dann B. Achso. Schilden und ja. Guck, da kriegst du mich kein Damage. Ist ja lustig. Obwohl die Explosion von deinem Gesicht ausgeht. Willst du einfach so machen? So. Naja, wenn die so durchsichtig ist, dann charge die gerade noch. Gleich, wenn oben auch Bumm wieder steht, dann geht das. Die hat, glaube ich, in 10 Sekunden Cooldown oder so.
Oder vielleicht auch einfach, wenn man sie aus... Nee, ist immer noch Cooldown. Hm. Jetzt. Ja, cool. Das Ding ist, das ist ganz interessant. Du hast ja beim Ocarina of Time Randomizer Shit mal so ein paar Glitches ja auch gesehen, dass man doch so Bombhover machen kann, dass man in der Luft steht und so immer ein bisschen. Das kannst du mit Joe's Mask ja auch machen. Und da kannst du halt effektiver schneller machen, weil du abwechseln kannst mit einer Bombe, mit der Maske, mit der Bombe, mit einer Bombe, mit der Maske. So, das ist ganz cool. Du brauchst weniger Bomben, kannst viel schneller hovern. Geht ja auch mit Krabbelminen. Ich kann das zwar trotzdem nicht, aber ich weiß zumindest davon, ne? Was ich sagen muss, ich lasse aktuell nach, leider. Du bist so tatsächlich mit deinem Let's Play gerade einer der... Ja, genau, das ist so ein Indikator einfach. War cool, dass du es gemacht. Die Kiste ist von der anderen Seite zu öffnen. Feber. Ja. Feber. Ich habe jetzt schon länger keinen Randomizer nichts geguckt. Tatsächlich so neben ein paar anderen Sachen ist jetzt ein Let's Play das Einzige, was ich auf YouTube wirklich aktiv gucke. Und ich glaube, das ist auch das erste Let's Play seit. Boah. Ja, weiß gar nicht, was letzte Let's Play ist, was ich ganz gesehen habe vor deinem hier. Das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich irgendwas von Luxcycling. Du kannst da hoch. Rechts von dir. Ich wüsste nicht. Also, ist das echt verlinkt so hoch? Guck mal. Pfeile. Guck mal an die Decke. Ja, du siehst ja vor dir diese Plattform. Ja, genau. Habe ich aber auch kurz vergessen. Ich sollte das Handy aus der Hand legen. Ich war so, ich kann mal ganz kurz was gucken. Und schon spielt mein Kopf nicht mehr komplett mit. Ich glaube tatsächlich eher der links daneben, ne? Der da ist, glaube ich, für... okay, für Geld. Nevermind, hab nichts gesagt. Kann man machen. Geld mag ich. Also, kannst ja alle machen. Verstehe jetzt nicht so ganz wenig jetzt eigentlich. Ja, kannst ja eigentlich alle machen, die oben machen ja dann einfach die anderen kaputt. Theoretisch kannst du ja jetzt schon hoch, wenn du keinen Bock mehr hast, aber... Wenn der Completionist, ne? Alle. Ja, ne? So wie ich jetzt dieses Eis hier komplettiere. Ich hab mir einfach eben Eis geholt. Erstmal in dem Part essen, damit du richtig ausflippst. Das ist mir sowas von egal. Naja, nicht von dem, du isst, was soll der Scheiß, sondern einfach nur, weil du Hunger oder Appetit hast. Das stimmt, ja. Naja, muss ich halt durch, ne? Naja, ist schon noch zu kalt. Weil nicht zu kalt, zu fest. Geld. Eis ist noch zu kalt, ist auch so eine dämliche Aussage. Das stimmt. Oh, ja, es ist der Speedrunner, hätten jetzt geflucht. Nur weil er wegen dem Flick-Flack oder dem Rad oder was auch immer einfach weiter. Ja, wobei Flip kann man sagen. Ist ja ein Flip. Weiter springt halt. Ah, egal, ist das schon wieder Cash für die Bombentasche von vorhin so einigermaßen drin. Wäre mir auch zu schön gewesen. Mama, vorbei, warte mal, ich kann ja hier erst lang, ne? Ja, von dem kannst du glaube ich auch schon da ranspringen, oder? Mit einer Rolle. Wahrscheinlich der untere müsste schon reichen. Wenn ich damit Hasenrollen, aber ich glaube, brauchst du nicht. Okay, cool. Alter, du bist so cool. Alter, du bist so cool. Du bist halt immer ein Stück weiter nach rechts gedrückt. Ich glaube, das klappt. Warte. Ich wollte mich auch gerade. Kann man klettern? Nein. Noch eine Frage der Zeit. Gleich ist es soweit. Ja. So, dann aufspringen oder boxen. Bums. So, da haben wir wieder eine Schlüssel. Ein Schlüssel. Pokémon. Was ist Pokémon? Ja, weiß ich nicht. Also weißt du nicht, aber... Ich auch nicht mehr seit ein paar Jahren. Ach man. Maske, also wechsel mal auf Mensch. Mensch, das Mensch. Wir machen mal einen coolen... zieh mal die Feenmaske an. Wir machen mal einen coolen Blight-Snipe. Geh in den Bogen. Zieh nach oben. Ein bisschen weiter runter. Ein bisschen links. Weiter links. Ja. So? Ja. Okay. Bisschen runter oder hoch. Ja, dann doch hoch. Ja. Okay, sonst... Ach, Mann. Du musst sonst vielleicht auch wieder mal einmal. Scheiße, ich dachte, ich hab beim ersten Schuss echt gedacht, wir kriegen. Ah, okay, so weit oben.
Tja, schade, wo hab's abgesetzt. Na gut. Ja, das nervt nur ein bisschen. Ja, leider ist das, ne, nicht 3D, da hast du ja dann noch Römisch 1 und 2 als Touchscreen-Buttons und so. Römisch 1 und 2. Ich dann noch die 4. Ja, den Nerv-Idioten. Ach, wir haben ja schon zweiten Tag. Okay, okay, eieiei. Mhm. Bumm. Aber ist doch gerade erstmal morgens. Ja, jetzt geht genau das Ding hoch, dass du da rüberspringen kannst als Mensch. Dann kannst du grün runterstampfen. Dann ist grün dein Shortcut und dann kannst du das andere Ding wieder runterstampfen. So unnötig, ja, bin ich ehrlich. Ach so, Zeit. Ach, das war mir gar nicht mal bewusst. Okay, da kannst du einfach wieder drauf gehen. Ja, ja, das kannst du jetzt. Und jetzt dann einfach. Klick, klack, kluck, klick, klack, klick, kluck, klick. Kann ich klettern als Fettsack? Nein. Nee. Oh, jetzt werde ich von denen genommen. Das hat ja geklappt. So, ich bin bei der Rolli. Du und dein Rolli. Ich kann das nicht. Ich will nicht mehr. Warte, was ist das für eine Tür? Ich weiß gerade gar nicht, ob wir da irgendwas verpasst haben. Haben wir ja eben nicht. Ne, die Idee kommt, du musst dann wieder hochzukommen. Ich kann mal kurz die Fee-Maske einfach aufsetzen. Weil wir haben ja Kompass, eine Kiste ist ja hier nicht, wenn die Maske jetzt nix. Ha. Ach so, ja warte, du bist unter dem Raum, wo für den man das mysteriöse Dungeon-Item braucht. Heißt also, okay, da kommst du noch hin, da kannst du mich gerade gar nichts machen. Nur das Runterfallen war jetzt ein bisschen ärgerlich. Ein bisschen. Weil da kommst du ja nirgendwo hin, da ist ja... Hier muss ich lang, ne? Doch, warte, ja. Ja. Ui, bumm. Boing, boing. Ei, caramba. Was machen wir denn nur mit dir? Erlösen. Von dem Bösen, denn deins ist... Nein, das ist mal keine Religion. Jetzt gibt's das Fräsen-Cancel-Emote. Das Fräsen-Cancel-Emote. Wie würde das aussehen? Ich muss gerade an L.A. Noire denken. Das ist zwar Doubt, aber... Alter, ein Fräsen-L.A. Noire. Fräsen-X. Fräsen-X. Ja, da warst du ja schon, dann kannst du direkt einen weitergehen. Achso, naja, warum? Ja, 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 dumm. Ja, war's kurz verwirrt. Da hat nichts mit Dummheit zu tun. Und jetzt roll ich. Ah, ne, guck mal, jetzt war ich eins. Ach, Kacke. Wie nervig. Yep. Man kann sich irgendwie an dem Mais vorbeischieben, aber ich weiß nicht, wie das geht. Also, bis dann das Dungeon-Item da ist, das ach so mysteriös, was mit Feuer verbunden ist. Ja, was könnte es sein? Weiß nicht. Das ist eine echt verdammt gute Frage. Klick, klack, 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 klick, klack, klack, klack. Das Item sein. Item sein. Item sein. Nimm ich meine Switch an. Ich habe kein Stromkabel, geht gar nicht. Ich habe überlegt, ob ich hier Mittwoch mitnehmen soll. Zur Therapie. Muss ich da mal weggucken? Da hat jemand einen Beamer.
Könnten mit einem Beamer vielleicht Mario Kart spielen. Danke fürs Weggucken. Das war, hab nichts gesehen. Gut. Yeah! Geht doch. Lass los. Okay, bist du ja, später als nie. Ist okay. Ja, jetzt willst du rechts rumrollen. Oh nein. Genau. Ja, guck mal, unter dir ist so ein Gitterding. Du kannst auch da langlaufen und dann die Leiter hochklettern, aber... Nee, das ist ja uncool. Nee, das ist, glaube ich, gar keine Leiter. Du musst nur einfach nicht speeden oder so, genau. Oh, war nicht geplant, aber... Wow! Okay. Oh. Okay, so, was hinter dir kannst du da rein, ne? Ja. Mhm. Ah, okay, das ist der Raum, den du eben hochgucken konntest. Ah, ja, dann kannst du da... Jetzt bitte nicht runterfallen von mir, das machst du nochmal irgendwas, bei dem ich weggucken soll. Ah, aber ich kann das dann nicht aktivieren. Nee, aber das ist nur so ein Aufzug, der dann hoch runter pendelt, den brauchst du auch gerade nicht. Nur das Auge der Wahrheit im Idealfall nochmal und wie gesagt, ich gucke weg, wenn ich weggucken soll. Oh, du musst ganz, ganz doll weggucken. Ja, yeah. Oh, meine, ich hab was in den Augen. Ah. Geht schon wieder. Sehr gut. Speedrunner hassen diesen Trick. Aber was ist denn das aus dem Fenster? Ah, ist das dumm, Alter. Okay. Ja, at this point. Einfach durchziehen. Aber nicht schief sein. Moment. Kann man auch so machen. Wie, darf man nicht queer sein, oder wie? Ha! Fräsen canceln. Es gibt genug Gründe, mich zu canceln. Hey! 4 B, Nummer 8. Kannst jetzt aber rechts rüber, ne? Mhm. Oh, sei cool, bitte. Sei cool! Ja! Okay, danke. Ja, danke. So, kannst das Auge wieder weghauen und ja, dann da nochmal rüberrollen. Also, ich hab auch im Notfall wieder was im Auge, ist mir egal. Wobei, mein Auge trägt gerade wirklich ein bisschen. Ich weiß jetzt, wie es geht. Okay. Kann jetzt nichts mehr passieren. Ich hab Angst, okay. Ich wollte gerade sagen, ich guck gerade sehr skeptisch. Ah, ist zur Zeit sparen. Bin ich zu schlecht. Ist genau wie bei. Okay, das hast du. Toy Story. Toy Story. Hab ich vorhin angefangen. Spoiler. Ja. Zwischenboss. Oh, Junge. Tja, du hast nur deinen Arsch und den Bogen. Mehr und deine Fäuste. Den kann man auch witzigerweise so teilen mit dem Arsch, aber ja, kenne ich nur aus Videosachen nicht selbst. Ich glaube, du musst den Bogen benutzen. Hm. Oder du hast es zu schnell gemacht und der muss erstmal unten rauskommen. Ich weiß nicht, aber Bogen sollte klappen. Ah! Guck mal, auf der Minimap kannst du cheaten. Ja, oh. Hast schon. Ja, ich hab's gehört, hast nicht, aber... gehört. Der Minimap cheatet, Mann. So, da siehst du immer, wo der kommt. So, mach dir jetzt einen Rumrennscheiß. Ja. Naja, diesen Boss, den siehst du nicht das letzte Mal, Okay, jetzt kannst du sehen, wo der rauskommt. Das ist so dumm. Ist ja dumm. Man hört es zwar eh, aber... So, und jetzt noch einen. Ja, Bolo. Yes, das mysteriöse Dungeon-Item. Was könnte nach dem Bogen noch cooleres kommen im zweiten Tempel, sind wir mal ehrlich. Feuerpfeile. Feuerpfeile. Genau. So. Ach Gott, ey. Ja, viele Wege hinten gefordert. Willst du eigentlich wieder zurück? Okay. Kann aber, glaube ich, jetzt auch von ganz unten wieder anfangen. Ich weiß gar nicht, was das schnellste ist. Truhe ist. Ja, da kann man entweder sich irgendwo gezielt reinspringen oder als Deko von oben reinfliegen. Ich hab nicht hier Dings. Perfekt. Brauchst nur ein bisschen Energie langsam wieder. Kannst mal in die Schneebälle rollen. Ja! Oder so. Geht natürlich auch. Perfekto. So. Hm. Das war's dann für den Part schon wieder, da.
Ja, ups. ja, so ein bisschen noch. Ja, okay. Weil ich weiß nicht, gerade tue. Map öffnen wollte ich, egal. Wie lange ist denn? 20. Ah, kannst da rüberrollen, da jetzt mit Feuerfallen aufmachen, wo das Eis ist. Ja, jo, stimmt. Warum habe ich meinen Kronen gerade entfernt? Naja gut, damit du vielleicht von da schon schießen konntest, aber macht ja auch keinen Unterschied, was du zuerst machst. Oh Gott. Ausrissen hier. Yay! Fladadadada. Ach so, nee, okay, da kannst du jetzt rechts runter, aber da brauchst du einen Schlüssel. Ja, das ist dann die höhere Ebene. Aber kannst du da noch? Nee. Okay, dann muss man sogar wahrscheinlich aber jetzt wieder ganz runter. Kannst du mal einfach Rolle und dich fallen lassen. Ich muss ganz runter. Mhm. Ja. Das geht natürlich auch, aber... noch bei der Runde? Also das kannst du natürlich auch schon aufbrennen, aber... ja. So, vorhin fällt mir rein ein. Ah ne, okay, das geht da noch nicht, erst auf der anderen Etage. Achso, jetzt... Okay, ja, never mind. Das ist ein... gerade sagen, so weit oder eins höher, entschuldige. Ich habe irgendwie halt falsch gedacht. Das ist ein ganz runter zu viel. Ein ganz runter zu viel. Genau. Ja, dann kannst du da jetzt halt... Kann mir das aufzauen. Ja, die grünen sind, wo du hin musst, gerade das rote ist halt ein gänzlich anderer Weg. Wieder auf einen gänzlich anderen Weg. Ja. Also gänzlich anders klingt so übertrieben. Ich glaube, das geht in die Haupthalle. Das ist sowas die Rückseite vom Dungeon-Eingang. Wobei. Dann merke ich mir wesentlich, wo ich noch nicht war. Wenigstens zwei Türen, aber. Ja, müsstest jetzt direkt wieder bei dem Wolf rauskommen. Ja, das ist einfach nur ein Shortcut jetzt. Heißt, du kannst den Wolf ignorieren und genau. Supi, danke. Ja. So, dann kannst du. Die grüne ist theoretisch reicht eine. Completionist machen natürlich beide auf, ne? Ist ja klar. Geiler Snipe. Danke. Natürlichement, wie konnte ich das vergessen? Ich glaube hier, genau, du musst alle Gegner in dem Raum besiegen, dann musst du... Ah ne, da sind Fackeln, da musst du die Fackeln anmachen. Dann müsste die Kiste mit der Fee spawnen. Ja. Das ist doch alles scheiße hier. Ach, ich hab ihn doch gekillt, okay. Ich hab nicht mehr ewig Mana, das war Magic Jar gespawnt. Ja, guck mal, vor allem die gehen auch wieder aus. Das ist doof. Ja, sonst machst du einer... Oh, musst du doch nicht alle anmachen. Dann ist das einfach nur alternativ für mit Stick oder wie. Ist ja nur eine Kiste in dem Raum. Na dann. Das stimmt vermutlich. Ja gut, dann weiß ich gar nicht. Also die Fackeln irgendwie schon keiner unnötig, aber hey. Und Nummer 9. Und Energie. Jawohl. Ja, geil. So, jetzt dann links. Genau. Ach so, ja, das Gitter geht auf, wenn du die Dinger anmachst. Aha. Da musst du hin. Ja, okay, klar. Ich wollte schon sagen, das ist doch nicht für nichts da, oder? Okay, gut. Alter, woher wusstest du, dass der Sound war? Ich hab schon mal... Hast du schon mal Zelda gespielt? Wie erkläre ich dir das? Da bin ich gespannt, oh. Ja. Vielleicht will ich die Folge mal dran beenden, ne? Ja, erst noch ein Coronstampfer, dann darfst du. Tschüss! Ach so. Genau, und die Eisplatten dazwischen kannst du auch noch rausboxen.
Ich weiß nicht, ob du einen Nachteil kriegst, wenn du jetzt schon, wenn du langsam hocharbeitest, pro Etage die rausboxst. Ich glaube aber nicht, weil du musst da ganz oben alle rausgeboxt haben, wenn du es glitchless machst. Mhm. Das sind ja 4 Eisplatten. Naja. Ich, ne? Tschüss. Es ist Zeit. Ja. Ich hab Hunger. Tschüss. Verstehe ich. Okay.